einer Mannschaft zu turnen. Die Holländerinnen waren 19. in Indianapolis bei der Qualifikation. Und nun Chloé Maigret am Boden. Olga Pitscharova, übrigens ehemalige Weltmeisterin, und auch Valentin Mogilny, ihr Ehemann, sind in Frankreich tätig, nur um ein paar ganz bekannte Namen herauszugreifen und um ihnen aufzuzeigen, wie ernst es die Franzosen meinen, wenn sie Fortschritte auch im Kunstturnen versprechen. Fast so viel Schwung, aber ein glänzender Doppelsatz gebügt. Was für ein furioses Finale von Chloé Maigret. Ein paar kleine Unsicherheiten, aber mit sehr, sehr viel Mut zum Risiko geturnt. Sehr schwungvolle Übung. Aber vielleicht in den gymnastischen Verbindungen, auch in den Spreizschritten nicht optimal. Auch das wird ihr abgezogen werden. Noch einmal Tempo, Flickflack. Tempo Salto, zwei Flickflack, dann dieser Doppelsalto gebügt. Sie bleibt aber innerhalb der 12x12 Meter großen Bodenfläche. Noch einmal die Doppelschraube. Und die letzte Verbindung. Ein 1,5-fach Salto rückwärts mit 1,5 Schraube in den Liegestütz. Die engagierten Trainer Frankreichs und Chloé Maigret warten auf die Wertung. Wir auch, werte Zuschauer, also um die 9,7, 9,6, jawohl, 9,6,37